Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Heute mit Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkondor. Wir wollen uns heute in erster Linie nicht unbedingt um das Thema oder über das Thema Farbedelsteine unterhalten, sondern vielmehr darum. Der Titel des Videos lautet ja Zinsen. Viele tappen jetzt wieder in die Zinsfalle. Und da der Chris Pampel, Geschäftsführer vom Deutschen Edelsteinkondor, in seinen Beratungen auch immer mit sehr vermögenden Menschen in der Beratung zu tun hat, wollen wir uns natürlich mal anschauen, wie verhalten die sich denn gerade in der Zeit und weshalb tappen die eben nicht in die besagte Zinsfalle. Also wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage dein Thema ist, dann bleib bis zum Ende dran. Es wird spannend. Nach dem kleinen Intro geht es wie immer los. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, lieber Chris, die meisten auf dem Kanal kennen dich. Du bist Geschäftsführer vom Deutschen Edelsteinkondor. Und was wir den Menschen seit langer Zeit ja immer wieder versuchen zu erklären, ist ja, dass der größte Gegner der Zinsanlage die Inflation ist. Ja, wir haben hier eine wunderbare, ich nenne sie mir gerade mal rüber, eine wunderbare Zeitung liegen. Da steht zum Beispiel natürlich jetzt aus Edelmetallsicht, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Also man hat ja das Problem, dass man momentan also in Deutschland eine Inflationsrate hat, also eine Teuerungsrate von plus 7,4%. Im März war das so. Ja, im Jahr 2022, über das gesamte Jahr, hatten wir eine Teuerung von 7,9%. Und wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass die einzige Möglichkeit, sein Vermögen in Sicherheit zu bringen, vor diesem massiven Kaufkraftverlust, das Investment in ja, diesen schönen Begriff Sachwerte ist. Und da wollen wir heute nochmal die einzelnen Assetklassen beleuchten. Und wir haben, bevor wir uns gerade das, ja, auf das Video vorbereitet haben, uns mal die aktuellen Zahlen angeguckt. Also im Tagesgeldvergleich gibt es schon wieder also plus 1,45% Zins, haben wir gesehen. Bei Festgeldern bis plus 3,5%. Also da möchte ich an der Stelle vielleicht mal ganz kurz schon mal die Warnlampen einschalten. Die Bremer, Pleite der Bremer Greensill Bank lässt grüßen. Also sind viele Kommunen natürlich auch auf ihrem Verlust sitzen geblieben. Also das Geld ist weg durch die Pleite. Also die Einlagensicherungssysteme für Banken, die das anbieten, reichen natürlich nicht aus, um im Schadensfall dafür zu haften. Da haben wir ausführlich darüber berichtet. Aber wir haben uns mal ein Beispiel zusammengerechnet. Also wenn wir uns das mal hier anschauen wollen, gemeinsam. Also wir sind mal von einem Investitionsbetrag von 100.000 Euro ausgegangen. Also bei dem 3,5%igen Festgeld wäre das ein Ertrag nach einem Jahr von plus 3.500 Euro. Aber was macht die Inflation? Ja, die Anleger sind momentan euphorisiert, weil die Banken-Marketing-Industrie wieder momentan Morgenluft wittert und mit ihren Zinsen in Akquise geht. Und in dem Falle haben wir zwar einen Ertrag, auf den ersten Blick ja, aber im zweiten Blick sehen wir eine Inflation von 7,9%, die wir in Abzug bringen müssen. Das heißt also, das wären nominell 7.900 Euro Wertverlust nach einem Jahr. Und das mit dem Zinsertrag aufgerechnet ergibt unterm Strich einen Verlust. Wir haben dann hier eine Kaufkraft nach einem Jahr in Höhe von 95.600 Euro. Das heißt, wir haben hier 4,4% Wertverlust nominell nach einem Jahr. Das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, in Anführungsstrichen, aber das auf eine Sicht von 3, 4 und 5 Jahren führt dazu, dass wirklich Vermögen vernichtet wird. Das ist auch so gewollt, ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist die Interessenlage des Staates und auch der Hochfinanz. Und deshalb sind intelligente Strategien gefragt und momentan auch sollte man sich eben vor den Marketingstrategien von Banken und Versicherungen gut wappnen und vorher nochmal beim zweiten Mal nochmal überlegen, Mensch,
Vielleicht suche ich nochmal ein Gespräch mit Herrn Reuss oder mit Herrn Pampel und überlege, wie kann man Sachwerte vernünftig ins Portfolio streuen. Und da hast du, lieber Marco, ja, eine wunderbare Strategie. Ja, du hast gerade ja die Marketingstrategie der Banken beleuchtet. Da gibt es ja diese wunderbare Werbung der Deutschen Bank gerade. Ja, ich will 2,4% sicher. Ja gut, also was ist sicher? Wie es mit der Sicherheit der Banken generell bestellt ist, da haben wir ein wunderbares Video drüber gemacht, nämlich das letzte. 186 Banken sind laut einer Studie in absoluter Gefahr, haben gigantische Risiken in ihren Bilanzen. Das solltest du dir mal angucken und dann weißt du, wie es mit der Einlagensicherung bestellt ist. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Außerdem, bevor wir zu den strategischen Ausrichtungen kommen, kein vermögender Mensch dieser Welt ist vermögend geworden durch Investments in Papier. Also außer ist Zeitungsverleger oder irgendwie und nutzt das Papier zum Weiterverkauf, aber nicht in Währung. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man strategisch Vermögen aufbaut. Wir wollen heute nochmal, und das einfach zur Wiederholung für all diejenigen, die es vielleicht vergessen haben oder sich einfach jetzt erst mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, besprechen. Also es gibt ja diese sogenannte Core-Satellite-Strategie, die du in allen Portfolien, großen Portfolien dieser Welt wiederfindest. Wenn ich jetzt mit der Speicheraktie beginne, dann können wir hier einfach nur, um das nochmal zu verinnerlichen, über echte Sicherheit sprechen. Guckt man sich nur den S&P 500 Index an, das Ding gibt es halt strategisch jetzt immer wieder für die Beratungsgespräche interessant zum Zeigen, 1926 bis heute eine Plus-Performance von pro Jahr von 10,5%. Zahlreiche wissenschaftliche Studien beweisen, dass Asset-Klasse, Aktie, eine Anlageklasse ist, die Inflation langfristig definitiv schlägt. Und man muss dazu auch wissen, seit wann gibt es denn Aktien? Das haben wir vorher auch nochmal speziell nachgeschaut. Also seit 1401, also im 15. Jahrhundert, wurden die ersten Aktien ausgegeben. Im 19. Jahrhundert dann im Jahr 1820 in Deutschland, in Frankfurt. Und was bei diesem S&P 500 vor allem auch wichtig ist, weil wir immer über Höchststände sprechen, das Ding hat alle 3 Monate in seiner Geschichte im Durchschnitt ein Allzeithoch geliefert. Wenn du jetzt noch festhängst in dieser Zinsfalle und überlegst, in Aktien zu investieren, also der beste Einstiegszeitpunkt ist immer der Tag, an dem du das Geld hast. Wie gesagt, im Schnitt alle 3 Monate gibt es dort ein Allzeithoch. Wenn man das strategisch noch gewichtet, also wie betritt man so einen Markt, wie will man sich verhalten, solange man dort ist und wie verlässt man auch den Aktienmarkt dann ein Stück weit wieder. Und dann kann man das mit Rebalancing kombinieren, was nochmal 0,5-1% pro Jahr mehr bringt. Und dann ist das eine wunderbare Geschichte, indem man einfach einen kompletten Konjunkturverlauf spielt. Aber da haben wir an anderer Stelle schon drüber gesprochen. Also es geht hier um das Thema Aktien generell. Und das Thema ist wissenschaftlich durch zahlreiche Studien bewiesen. Und wir wissen seit über 100 Jahren, wie das Investment in Aktien tatsächlich erfolgreich funktioniert. Und im 10-Jahres-Zeitraum gibt es kein Minus in Aktien. Ja, also wenn man mindestens 10 Jahre investiert, und dann kann man diese Top-Renditen abrufen. Und dann ist man in der Lage, auf jeden Fall mit dieser Asset-Klasse deutlich die Inflation zu schlagen. So, jetzt kommen wir zu dem, was der Chris mitunter vertritt, also zum Thema Edelmetalle, Gold, Silber. Ja, wie siehst du es da? Da haben wir auch seit 5000 Jahren eine Assetklasse der Hochfinanz. Und wie man jetzt auch sieht, in zunehmender Weise wieder durch die Notenbanken, die massiv zugekauft haben. Weshalb machen die das und warum ist Edelmetall so besonders wichtig? Wir hatten es schon mal in einem vorangegangenen Video angesprochen. Ja, J.P. Morgan hat mal gesagt, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und gerade in diesen Zeiten, diesen turbulenten Zeiten, die wir erleben, ist Gold als sicherer Hafen einfach ein Basisinvestment. Beziehungsweise Investment würde ich gar nicht bezeichnen, sondern man kauft Gold zur Absicherung seiner Vermögensstruktur. Und da gilt nach dem Prinzip der 3-Speichen-Regel, welche Gewichtung? Ja gut, also ist die 3-Speichen-Regel, wenn man sie plakativ sieht, ist ja immer gedrittelt. Ja. Ja, aber das ist natürlich Ansichtssache des Anlegers. Aber die Beimischung von physischem Gold und Silber, das ist bei mir in der Beratung immer so 10-15%, weil das ja noch okay. Minenwerte abliefern. Mhm. Also das ist für mich sind die 2 einzigsten machbaren Investments in dem Bereich, also physisch.
und eben die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Weil wenn ich die Münze in der Hand halte, dann bin ich der Letzte, der in der Wertschöpfungskette, also der Minenbetreiber hat verdient, die Prägekosten und die Scheideanstalt, der Händler, und dann komme ich. Wenn ich an der Aktie beteiligt bin, bin ich dabei, wenn es aus dem Boden kommt, wird der ganze unternehmerische Prozess und habe dann einen gesunden Hebel auf den Preis. Also deswegen machen wir beides. Also ergänzend dazu sollte man sich überlegen, dass man sein Edelmetall-Investment natürlich auch aufteilt in den Teil, den man im Zugriffsbereich, persönlichen Zugriffsbereich verwahrt. Und da wir gerade bei 10-15% Gewichtung reden wir doch teilweise, je nachdem wie groß das Vermögen der Anleger ist, auch über wirklich gewaltige Summen. Und dann spielt wieder der Finanzplatz Liechtenstein doch eine durchaus interessante Rolle, um auch hier Vermögenswerte in einem Drittland außerhalb der Haftungsgemeinschaft EU sicher in einem zollfreien Lager zu verwahren. Gerade größere Positionen sollte man hier mit im Ausland verwahren. Es gilt ja der Grundsatz, Teil des Vermögens nicht in dem Land auch zu verwahren, wo man lebt, sondern in einem Land zu haben, was interessante Rahmenbedingungen gibt. Okay, da wollen wir natürlich die Zuschauer ein bisschen neugierig machen. Da gibt es auf unserer Webseite www.zuvielbezahlt.de unter Service politische Risikostreuung eine spezielle Landingpage dazu. Da findest du ganz viele Informationen, wie du heute noch nahezu anonym, ja, unbegrenzt physisch Gold und Silber kaufen kannst. Das nur am Rande. Genau. Kürzen wir das hier ab. Also Gold ist Gold seit 5000 Jahren. Da gibt es ja diese wunderbare Geschichte, dass im alten Rom man für eine Unze eine Toga bekommen hat. Wenn ich heute dich zum Einkaufen schicke, heute Abend mit einer Unze Gold, bei einem Preis von knapp 1950 bis 2000 Dollar, dann bekommst du im Endeffekt eine Abendgarderobe, die sich auch nur ein vermögender Mensch leisten kann. Also Gold ist Gold und hält einfach den Wert. Da braucht man gar nicht so weit zurückzugehen wie bei den Aktien. Also ich kann auch da nur meine Geschichte erzählen, vielleicht hast du auch eine. Ich habe meine erste halbe Unze Krügerrand 1998 gekauft. Also die hat eine Wertsteigerung bis zum heutigen Tag per anno von 9% steuerfrei. Also jetzt reden wir über diese Inflationsrate. Also auch Gold ist in der Lage, im langen Anlageprozess die Inflation zu schlagen. Hast du auch so ein Beispiel für mich? Bei dir? Wenn ich zurückgehe, mein erstes Goldinvestment war 2003, 2004, da habe ich noch bei der Bank gearbeitet und war damals so mutig und habe Minenwerte in mein Aktienportfolio mit eingekauft. Und damals der Portfolio-A-Manager der Bank hat damals, wir haben uns ausgetauscht, sich die Minenwerte angesehen und gesagt, Mensch, du bist aber mutig. Das würde ich mir dreimal überlegen. Im Nachhinein da war das einer der wenigen Investments, die sich tatsächlich auch im Aktienbereich als Direktinvestment richtig rentiert hat bis heute. Ich habe dann erst später physisch Edelmetalle gekauft, etwas später. Aber ja, bis heute ist das bei uns auch innerhalb der Familie ein wichtiger Bestandteil. Okay, super. Du hast jetzt gerade den Zeitpunkt erwähnt. Wann hast du das erste Mal Gold gekauft? Also die Minenwerte waren 2003, 2004. Okay, also ganz wichtiger Zeitpunkt. Weshalb sind sie durch die Decke gegangen? Weil damals, man muss mal überlegen, in welcher Zeit wir uns befunden haben. Also als ich gekauft habe 1998, hatten wir ein Gold-to-Dow-Jones-Ratio, das bei fast Höchststand war, also bei fast 40, kann ich mich noch erinnern. Das war kurz vor der Dotcom-Blase. Ja, dann war die Dotcom-Blase geplatzt, 11. September, New Economy. Wir hatten diese fast drei Jahre Fallkurse. Korrekt, genau. So, und dann natürlich ein Goldinvestment zu besitzen mit nachgelagertem, weil Gold explodiert immer nachgelagert zur Krise. Haben wir schon oft darüber berichtet. Also deshalb einfach nur mal als Grund. Und da kann man natürlich dann ganz besonders gut performen und sein Vermögen gut absichern mit Edelmetallen, Gold und Silber. Zu Silber ist zu sagen, es ist ein Hybridinvestment. Für all diejenigen, die es noch nicht auf dem Schirm haben, natürlich auch massivst unterbewertet, messbar über das Gold-to-Silber-Ratio. Auch dazu haben wir schon ganz viele Themen abgebildet. Und wichtig ist Hybridinvestment, ist Edelmetall und Industriemetall. Vielleicht besonders auch interessant für die nächsten Megatrends erneuerbarer Energien. Absolut. Ja, absolut. Kupfer und Silber, beide Rohstoffe sind für den Energieumbau oder Energiewandel treibende Rohstoffe. Dann kommen wir zu einem
ja, gemeinsamen Asset noch, das Thema Immobilien. Ja. Da haben wir auch festgestellt, dass wir viel diskutiert. Ja, dass wir viel diskutiert haben, aber teilweise auch vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, ja, ein oder anderen. Aber lass es uns doch mal der Reihe nach abarbeiten. Also wir haben vorhin in Vorbereitung zu dem Video mal geschaut, also wenn man das mal nachschaut, was die EU vorhat bis 2030 in Deutschland. In der EU. Nee, 2050 war EU. Ach so, ja. 2000, okay. Die Rahmenbedingungen verändern sich. Also worauf wir hinaus wollen, ist natürlich all das, was da gerade besprochen wird mit den Nebenrisiken als Immobilienbesitzer. Ich weiß überhaupt nicht, was ich in Zukunft oder was mich erwartet, wenn es um das Thema energetische Sanierung meiner Altbestände geht. Ja. Also welche Erfahrungen machst du da in deinen Beratungen? Weil das ist ja gerade das, was du immer wieder betonst. Also ganz, ganz spannendes Thema mit vielen, vielen Meinungen dazu. Ich kann jetzt wirklich berichten, ich habe jetzt erst wieder ein Beratungsgespräch gehabt. Da ruft mich ein Anleger an, ein treuer Bestandskunde, ruft mich an. Jetzt, man ist jetzt vorm Ruhestand, man plant seinen Ruhestand schon. Und man hat in den letzten Jahren Immobilien gekauft, weil das einfach attraktiv war, das Zinsniveau war günstig. Man hat gewissermaßen Klumpenrisiken sich auch eingekauft, in der gesamten Vermögensstruktur und Immobilien sehr übergewichtet. Und jetzt bekomme ich die Frage gestellt, Mensch, meine Kinder, ich würde jetzt für meine Kinder die Immobilien noch behalten, aber eigentlich suche ich nach einer ruhigen Lebensplanung und Lebensabend. Und dann bin ich schon sehr direkt und an der Stelle sage ich, also wenn Sie für Ihre Kinder die Immobilien jetzt behalten wollen, dann überlegen Sie nochmal gerade vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiekosten. Der ganze Sanierungsaufwand durch die Auflagen der EU, die in Zukunft auf uns zukommen, das sind Rahmenbedingungen, die, ich sage es mal vorsichtig gesprochen, eher bei den Preisen wahrscheinlich dazu sorgen, dass sie stagnieren oder vielleicht sogar rückläufig sind. Und man momentan, wenn man solche grundlegenden Fragen klären muss, wie lange will man noch eine Immobilie halten, generationsübergreifend halten, oder möchte man eine Immobilie verkaufen und überlegt sich die nächsten 2-3 Jahre, dann sollte man vielleicht jetzt dieses Jahr wirklich aktiv werden und sagen, Mensch, ich schaue, dass ich die Immobilie noch bestmöglich verkaufe, erledige mir damit sehr viel Aufwand und Arbeit, schaffe Liquidität und schaue, wie ich diese Liquidität dann sinnvoll in Sachwert investiere. Super. Und das sind die Rahmenbedingungen. Ja, du hast ganz viel ausgeführt, ist auch vieles vollkommen richtig, aber jetzt kommen wir dazu, wo wir vielleicht vorhin kurz darüber diskutiert haben. Es ist ja alles messbar. Ja, also ich sage immer wieder, Emotionen müssen raus, wenn es um das Thema Kapitalanlage geht. Das Wichtigste ist, emotionslos zu investieren. Alles ist messbar. Ich habe das Gold-to-Silber-Ratio, ich habe das Gold-to-Jones-Ratio. Ich kann Gold-to-Immobilien messen. Ich kann Immobilien, wir reden über Kapitalanlage, messen im Bereich, wie viele Netto-Kaltmieten kostet mich die Immobilie, wie lange braucht es, um die auszufinanzieren. So, und da wird meines Erachtens nach auch im Immobiliensektor der nächste Megatrend auf diejenigen warten, die diese Core-Satellite-Strategie, also wir können es hier nochmal einblenden, das Drei-Speichen-Draht verstanden haben. Also wer das Drei-Speichen-Draht verstanden hat, also wie sich das verändert von den Werten her und wenn dann eben solche nicht energetisch ausreichend sanierten Objekte am Markt an Wert verlieren und diejenigen, die dann, wie gesagt, in der Lage sind, dort wieder günstig einzusteigen, das hoch zu sanieren, um dann entweder zu veräußern oder zu vermieten, da ist man dann natürlich dann wieder auf einem ganz anderen Weg unterwegs, weil, und das ist ja immer das, was ich auch versuche in meinen Beratungen immer zu erklären, diese klassischen Investments, die sind ja alle gut, aber ich muss natürlich immer gucken, und das machen die Reichen ganz besonders, an welchem Punkt der Wertschöpfungskette steige ich ein, und wenn ich jetzt halt heute eine fertige Immobilie kaufe, dann haben auch wieder schon alle Geld verdient. Ja? Und wenn ich aber eine Immobilie kaufe, die noch nicht entwickelt ist, ganz vorne, ganz billig und ich entwickle sie, dann habe ich an der Wertschöpfungskette verdient und habe dann die Möglichkeit, eine entsprechende Miete zu kassieren oder das Objekt entsprechend gut zu veräußern. Also da bin ich mir sicher, dass wir also auch da einen Megatrend erleben werden für diejenigen, die in der Lage sind, es dann zu kaufen. Aber generell ist es natürlich so, dass man jetzt für die aktuelle Zeit, in der das Video entsteht, all das festhalten wollen, was du gerade gesagt hast. Also wir befinden uns eher im Verkäufermarkt für Immobilien. Absolut, ja. Und es ist also schon zu beobachten, dass diese
Menschen mit großen Immobilienportfolien mal Kasse machen. Absolut, ja. Die letzten 2-3 Jahre haben viele Anleger in großen Vermögen Immobilienbestände reduziert und suchen nach neuen Sachwertlösungen. Okay, und die neue Sachwertlösung, über die wir immer wieder diskutieren, das ist natürlich auch deine. Ja. Ganz kurz, 2-3 Sätze noch dazu. Also ja, diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben oder die noch kein Video mit dir gesehen haben. Vielen Dank für die Steilvorlage, Marco. Nein, ja, wichtig. Der Sachwert Farbedelstein, der mobil in jeder Lebenslage ist und auf kleinsten Raum maximales Vermögen konzentriert, gehört auch zur Beimischung, gerade bei größeren Vermögen mit hinein. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, hat der Farbedelstein viele Vorteile. Okay, super. Die Vorteile, die haben wir alle schon besprochen. Ja. Unten in der Videobeschreibung gibt es die Playlist. Unbedingt auch vorbeischauen auf www.zuvielbezahlt.de und der Service. Das Thema politische Risikostreuung mal an sich ranlassen. Also wie kann ich auch außerhalb meiner Währungsregion investiert sein, sicher investiert sein, das ist ja wichtig. Und ganz am Ende bleibt natürlich bei all diesen Themen steigende Zinsen. Zinsen und Cash ist wichtig. Ja, vorne für das kurzfristige Portfolio ein paar Monatsgehälter oder einen bestimmten Betrag und Investitionen auf die nächsten 2-3 Jahre, wenn man die schon weiß, die können nur in Cash investiert sein. Aber dann geht es um den strategischen Vermögensaufbau und um Aktien, um Edelmetalle und um Immobilien abzubilden. Genau dafür haben wir unsere Strategien ausgerichtet, die völligst emotionslos, ja, völligst emotionslos, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, strategisch das tun, was jeder Anleger tun sollte, ja, und das ist einfach günstig nachzukaufen, wenn der Markt eben nachgibt, der jeweilige, auch mal Cash zu machen, Gewinne mitzunehmen, wenn der Markt sich entsprechend verhalten hat. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass man durch Rebalancing seiner Vermögensstruktur nochmal zusätzlich 0,5-1% pro Jahr an Rendite einheimsen kann. Ja, sonst noch was? Also wie gesagt, wir reden ja immer wieder über das Psychologische. Also man sieht, der deutsche Sparer, der ja immer wieder die gleichen Fehler begeht, tappt erneut in die aktuelle Zinsfalle. Das kann man so festhalten. Also man merkt es ja, denke ich. Absolut, ja. Man merkt es, dass die Marketingindustrie der Banken und Versicherungen ganz klar auf diesen Zinstrend setzen und damit auch wieder frisches Kapital akquirieren. Allerdings in einem Marktumfeld, was generell nur mit Risiken behaftet ist. Genau. Also dazu gab es ja, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, wir haben ja kürzlich ein Video dazu gemacht, eine Studie von 4 Top-Ökonomen aus den USA. Also die haben einfach mal 186 Banken untersucht. Also wir blenden das hier an der Stelle auch nochmal ein. 186 Banken, die im Endeffekt alle gigantische Risiken in ihren Bilanzen vor sich herschieben, eben durch die gestiegenen Zinsen. Ja? Und das ist ein Problem. Also wenn dort nur die Hälfte, es wurde also mit einem Computerprogramm simuliert, nur die Hälfte der Geldanleger dort ihr Geld abziehen würde, hätten wir Silicon Valley Bank. Und das wird zu einem Kaskadeneffekt führen, der das Finanzsystem an den Rand des Wahnsinns treibt. Und genau aus diesem Grund können wir einfach jedem nur raten, nicht in die Zinsfalle zu tappen, sich nicht blenden zu lassen. Das kurzfristige Geld kann man dort ruhig auf Tagesgeldern flexibel gestalten, aber wenn es um mittel- und langfristiges Investment geht, dann sind wir die Ansprechpartner. Ja. Für alle, die das Thema Farbedelsteine interessiert, auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung nochmal die Kontaktdaten von Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor. Hier erfährst du dann auch, weshalb es wichtig ist, dass es 2 Dokumente braucht, um in diese Assetklasse zu investieren, damit du das Höchstmaß an Sicherheit für dein Vermögen generierst. Ich denke mal, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für dich, für deine Zeit. Danke, Marco. Und ja, bleib gesund, bleib sicher mit deinem Geld. Bis bald. Dein Marco Reus und dein Chris Pappel.